11. Februar 1858. Der 14-jährigen Bernadette erscheint beim Holzsuchen in Lourdes die Jungfrau Maria. So sagt es zumindest die Legende. Mittlerweile ist Lourdes eine der bekanntesten Wallfahrtsstätten im Christentum. Aber auch in anderen Religionen begeben sich Gläubige auf Pilgerreisen. Und das hat auch Auswirkungen auf die Wirtschaft. Welche genau? Das haben wir uns in Indien, Saudi-Arabien und Frankreich angesehen. In Indien sind Spiritualität und Religion für viele der 1,4 Milliarden Menschen sehr wichtig. Circa 80% der Bevölkerung sind Hindus, 14% sind Muslime, 2% sind Sikhs, weitere 2% sind Christen. Bedeutende Pilgerstätten für Gläubige in Indien sind zum Beispiel: Es gibt den berühmten goldenen Tempel vom Amritsar im Norden Indiens. Es gibt im Süden zum Beispiel das Grabmal in Chennai des Apostel Thomas, der zu seinen Lebenszeiten nach Indien gekommen ist. Und es gibt auch den berühmten Tempel von Tirupati in Südindien. Der gilt als einer der reichsten Tempel der Welt. Die PilgerInnen spenden dort Gold und ihre Haare. Ein Ritual der Dankbarkeit. Das Tempelhaar wird gereinigt und dann verkauft. Zum Beispiel nach Europa, um unter anderem Echthaarperücken herzustellen. Und die Gläubigen geben natürlich Geld rund um die Pilgerstätten und für die Reise dorthin aus. Es wird geschätzt, dass der Pilgertourismus ca. 2,3% des Bruttoinlandsproduktes in Indien ausmacht. Auch österreichische Unternehmen mischen im indischen Pilgertourismus mit. Kürzlich hat der indische Transportminister Gadkari in Innsbruck angekündigt, dass Indien in den nächsten 5 Jahren 260 Seilbahnprojekte umsetzen möchte. Und eine ganze Reihe von diesen Projekten ist auch bei berühmten Pilgerstätten geplant. Aber wer genau profitiert nun vom Pilgertourismus? Auf der einen Seite natürlich rund um die Hotspots, sozusagen Gasthäuser, Beherbergungsbetriebe, auch Händler für Andenken, Devotionalien. Machen wir einen kurzen Abstecher nach Österreich. Wir haben in Österreich eine ganze Fülle von Wallfahrtsorten, ganz besonders viele Marienwallfahrtsorte, auch mit wunderschöner Architektur, ganz besonders aus dem Barock. Zum Beispiel Mariazell mit seiner Magna Marta, der Basilika. Gläubige zücken hier für Souvenirs ihr Geldbörserl. Und? Manchmal werden die Pilgerreisen auch dann kombiniert mit Ausflügen. Wenn ich Mariazell denke, gibt es dann einen Ausflug auf die Gemeindealpe, Bürgeralpe. Da profitieren dann auch wieder die Seilbahnen. Und kaum ein Gast verlässt Mariazell ohne die berühmten Lebkuchen. Lebkuchen sind hingegen für PilgerInnen in Saudi-Arabien kein Thema. Für Gläubige im Islam ist es ein religiöser Auftrag, einmal im Leben nach Mekka zu pilgern, sofern sie körperlich und finanziell dazu in der Lage sind. Die große Pilgerreise gehört zu den 5 Säulen des Islam. Viele von den geschätzten 1,9 Milliarden MuslimInnen sparen lange darauf hin, um sich den sogenannten Hajj zu leisten. Denn der Hajj kostet pro Person mindestens um die 5.000 Euro. Man geht von einem jährlichen Umsatz von ca. über 12 Milliarden Euro jährlich aus. Mit den Millionen Besuchern, die nach Saudi-Arabien reisen und auch den Einheimischen, die zu den Pilgerstätten reisen, ist der Hospitality-Sektor natürlich einer der Hauptprofiteure davon. Auch die Dienste aus der Mobilitäts- und Verkehrsbranche sind gefragt. Aber wohin fließt am meisten Geld? Der Hauptumsatz wird mit Visa-Gebühren sowie den Packages für Reise und Nächtigungen gemacht. Die Eintritte zu den heiligen Städten sind in der Regel gratis, aber natürlich gibt es Souvenirs und Devotionalen, die auch zum Umsatz beitragen. Viele PilgerInnen buchen organisierte Reisen, egal ob in Saudi-Arabien oder in Österreich. Natürlich haben wir Reisebüros, die auf die Organisation dieser Reisen spezialisiert sind, Busunternehmen, die nicht nur Reisen in Österreich organisieren, sondern auch ins Ausland. Und auf so einer Reise geht es für gläubige ChristInnen zum Beispiel nach Lourdes in die französischen Pyrenäen. Viele Gläubige kommen in der Hoffnung auf Genesung oder gar ein Wunder hierher. Denn das Wasser in der Grotte von Lourdes gilt als heilend. Eine Pilgerreise ist natürlich in erster Linie eine religiöse, spirituelle Angelegenheit. Aber in der 13.000 Einwohnerstadt zeigt sich eindrucksvoll, welchen Einfluss Pilgern auf die Wirtschaft hat. Lourdes hat mehr Hotels als die meisten französischen Städte. Einzig Paris hat in Frankreich mehr Hotels als der Wallfahrtsort. Lourdes wird von rund 6 Millionen Touristen jedes Jahr besucht. Umgelegt auf Österreich bedeutet das, dass Lourdes nicht wesentlich weniger Touristen hat als das gesamte Bundesland Salzburg. Und was nehmen die pilgernden Menschen alles in Anspruch? Sie brauchen einen Transport, einen Flug, einen Zug, einen Autobus, um hierher zu kommen. Sie wohnen in Hotels, Gastronomie,
Bewirtung, die ganze Landwirtschaft, um die Lebensmittel zu produzieren, das ist ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor. Vor allem, wenn man bedenkt, dass eine Pilgerreise nach Lourdes um die 1000 Euro pro Person kostet. Bei 6 Millionen PilgerInnen jährlich kommt da schon eine beachtliche Summe zusammen. Und vielleicht trägt für manche Menschen ja der ein oder andere Geldschein auch ein kleines bisschen zum Seelenheil bei.